muss es sein. Ich sehe schon. Nicht mehr lange, Alfons. Sie sind gleich da. Es tut so weh. Komm, mach keinen Scheiß. Bimbo Grader, Medivac 7172 is on short final container hafen. Roger, Medivac 7172, you are clear to leave frequency. Da, direkt neben der Brücke kannst du runter. Alles klar. Hinten rechts und Heckrotor frei. Noch 5 bis zum Boden. Noch 2. Alfons ist oben zusammengebrochen. Da war doch noch jemand. Ja, ein Kollege ist hoch. Wie komme ich da hin? Da lang. Ist ganz schön hoch. Sabine, soll ich dir helfen? Das geht schon. Ach du Scheiße. Gleich da. Achtung! Was war denn das? Keine Ahnung. Das Ding soll ja eher den Kopf schützen, nicht einschlagen. Wir sollen bloß aufpassen da oben. Thorsten hat das schon im Griff. Ich bin noch nie mit ihm geflogen. Wie ist er denn so drauf? Ach, der ist okay. Der Junge macht 14 Tage Vertretung für Paul. Ich möchte eigentlich nur wissen, woran ich bei ihm bin. Ja, das wirst du schon rausfinden. Ich habe mit Paul telefoniert. Evi, geht's besser? Gott sei Dank. Bis eine Frau über eine Fehlgeburt wegkommt, das dauert halt seine Zeit. Petersen, ich bin die Notärztin. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Wo haben Sie Schmerzen? Ja. Herr Wannstedt? Wann haben Sie ihn gefunden? Vor einer Viertelstunde etwa. In der Kabine war keiner und dann habe ich ihn hier auf der Brücke gefunden. Hatten Sie schon mal einen Herzinfarkt? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Ja, Bluthochdruck. Ja, wer hat keine dabei? Ich habe ihn auch schon gefragt. Mal Nitro, ASS, Heparin, M und Gelb, bitte. Machen Sie mal den Mund auf. Zunge hoch. So. Es gibt jetzt einen kleinen Pieks. Wir bringen Sie jetzt in die Klinik. Elvira, ich ruf Sie an, Alfons. Mach dir keine Sorgen. Mal Velak. Mach dir keine Sorgen, das wird schon wieder alles. Wir müssen winschen. Kommst du alleine zurecht? Ja. Hier. Blank, bitte kommen. Ja, Sabine, was gibt's? Über die Treppe kriegen wir ihn nicht runter. Wir winschen. Das ist ganz schön haarig bei dem Wind. Er muss sofort in die Klinik. Das ist verstanden. Wir machen den Heli klar. Dann mal los, ne? Ja, was ist denn jetzt mit Alfons? Den holen wir jetzt da runter. Treten Sie mal ein Stück zurück, wir starten jetzt. Ach nee, kommen Sie mal mit, wir brauchen Ballast. Was? Ja, kommen Sie mal mit. Dann einmal hier auf den Sitz, ja? Und nichts anfassen. Vorsicht bitte. Klasse. Ja? Hey Papa, ich bin's. Katja, das passt jetzt überhaupt nicht. Ich wollte nur wissen, wo du das Geld hingelegt hast. Prinzessin, das tut mir leid, ich hab das vergessen. Wir reden heute Abend drüber, ja? Ich kann jetzt nicht. Tschüss.
Meine Tochter. Hamburg Raider 7172, departing Containerhafen for beach operation. Roger 7172, wind 270, 25 knots. Ich gebe ihm noch was zur Beruhigung. Wollt ihr immer schon mal mit dem Hubschrauber fliegen? Das hat er sich bestimmt anders vorgestellt. Mein Gott, ist das nicht verdammt gefährlich? Ja, aber der Pilot hat das im Griff. Ist doch ganz schön böig hier oben. Ups. Kannst du bitte die Position halten? Ich tue mein Bestes. Position gut, Position halten. Okay. Thorsten geht von Bord. Seil läuft ab. Gut, Blank. So halten. Herr Warnstedt, helfen Sie mir! Sagen Sie mal, was ich tun soll! Heben Sie ihn mit an! Okay. Komm, Alfons. Nicht weiter nach links driften. Drei nach rechts. Position gut, Position halten. Thorsten am Boden. Jetzt hast du es geschafft. Seil läuft ein. Bis oben. Sind auf den Kufen. Ich hab ihn. Thorsten und Patient an Bord. Alles klar. Helfen Sie mir bitte noch mal mit den Geräten. Na klar. Raider 7172 finished winch operation. Going to land container half again. Roger 7172. Verstanden? Wahnsinn! Kopf runter! Danke! Ist das selbstverständlich? Wo bringen Sie Alfons hin? Ins Bundeswehrkrankenhaus! Ah. Okay, gehen Sie bitte zurück! Herzinfarkt. Nicht intubiert und nicht beatmet. Das ist verstanden, SR-71. Dann guten Flug noch. Ende von Florian Hamburg. Hamburg Raider, Medevac 7172 is airborne again. Request to proceed back to Wandsbek. Roger, cleared as requested. Noch dir? Ja. Sabine. Nochmal B-Lock. Aber fix. Da kommen wieder die Gene durch. Was, Herr Professor? Hör doch auf, Wolke. Wieso Professor? Ach, du bist der Sohn von Professor Biedenstedt. Mal Nitro. Den Mund aufmachen. Auf den Spuren des Vaters, ne? Auf keinen Fall. Ich bin Retter und ich bleibe Retter. Im Laden hat das besser ausgesehen. Und dafür haben wir nun die Schule geschwänzt.
Weiß gar nicht, was du hast. Sieht doch cool aus. Und außerdem, deine steht auf Pink. Hätte ich gewusst, dass mein Vater die Kohle nicht auf den Tisch legt, hätte ich mir den Pullover nicht gekauft. Ich bin total blank. Kannst du mir was leihen? Bei mir reicht gerade noch für eine Karte. Was mache ich jetzt? Ich muss ins Kino. Stimmt. Komm auch mit ins Kino. Petra. Och nee. Das darf nicht wahr sein. Und wenn du nicht mitkommst, dann macht sie sich wieder an Dennis ran. Ich denke, das ist aus mit dem. Das sieht sie anders. Ich muss ins Kino. Meine Mutter. Vorsicht mit Socken auf der Treppe. Hi, Ma. Du siehst geschafft aus. Stress im Büro? Tag vor Wand steht. Was macht ihr denn schon hier? Englisch ist ausgefallen. Müde? Sieht gut aus. Ist der neu? Siehste. Wann hast du den denn gekauft? Gestern. Kat, ich hole dich dann später ab. Okay? Ja, okay. Tschüss. Ich hole mal einen Kaffee. Du bist zu lieb, hast ein schlechtes Gewissen. Grader, Medevac 7172 is on short final one speak. Roger 7172. Vorsicht bitte. Okay. Hallo Sabine, wen bringst du mir? Das ist Herr Fischer. Ein guter Herzinfarkt. Druck war 220, jetzt 140. Hat die ganze Palette drin. Tag, Herr Fischer. Wie lange ist das her? Ungefähr eine Stunde. Wir mussten ihn erst von der Containerbrücke holen. Das hat gedauert. Cora, Zitolabor und großes EKG, bitte. Ihr habt den runtergeholt mit der Winch? Mhm. Thorsten hat einen luftigen Einsatz hinter sich. Hat er gut gemacht. Thorsten? Feldwebel Biedenstedt, Dr. Baldin. Ach, Biedenstedt. Ja, ich bin sein Sohn. Sie liegt mir ins Gesicht. Komm überhaupt nicht mehr an sie ran. Ja. Ja, so kann das nicht weitergehen. Vielleicht hört sie ja auf dich. Irgendwie hast du im Moment den besseren Draht zu ihr. Ach komm, red dir nicht so einen Mist ein. Du bist eine sehr gute Mutter. Die ist in der Pubertät, da sind die eben so zickig. Da müssen wir durch. Warum sagst du das? Hat Thorsten eigentlich Probleme mit seinem Vater? Seine Eltern haben sich getrennt, als er noch klein war. Na ja, gut, schwere Kindheit. Das kommt in den besten Familien vor. Seine Mutter hat gelitten. Und er hat den Mann im Haus gespielt. Was ist sein Vater für ein Typ? Totaler Karrieremediziner, sagt Thorsten. Deswegen hat er auch nicht Medizin studiert, damit er nicht so wird wie sein Vater. Welche Kinder wollen schon so werden wie ihre Eltern? Ja. Danke für den Kaffee. Schön. Mami, kannst du mir 10 Euro geben? Wofür brauchst du es denn? Wir gehen alle ins Kino. Warst du da nicht heute Mittag? Mittags ist doch kein Kino. Wo warst du denn dann? In der Schule jedenfalls nicht. Dr. Fischer hat mich im Büro angerufen. Katja, so geht das nicht. Du musst doch zur Schule gehen. Willst du dein ganzes Leben versauen? Okay, ja, es war doof von mir. Kriege ich nun das Geld? Nein. Aber Papa schuldet es mir fürs Rasenmähen. Seit wann gibt's Geld fürs Rasenmähen? Er hat's mir versprochen. Gut. Dann bekommst du es heute Abend. Und solange bleibst du hier. Alle gehen ins Kino und ich muss dahin. Katja, wieso musst du denn dahin? Ach, du bist gemein, echt. Weglaufen ist keine Lösung. Sag mal, ist heute nicht Kuchentag? Selbstverständlich. Kuchentag? Ja, Sabines Mutter bringt dreimal die Woche Kuchen mit. Erinnert dich das an was? Muss ich das jetzt verstehen? Das hat meine Mutter auch immer gemacht. Madeleine! Hallo, Cherie. Hallo. Warst du bei deiner Mutter? Mhm. Ich bin gerade auf dem Weg zu ihr. Ja,
Das ist die Frau meines Lebens und das ist Thorsten Biedenstedt. Hallo. Hallo. Haben Sie eine Verehrerin, Hohmann? Da war vorhin so ein Blumenbote. Der hat das abgegeben. Für einen Dr. Paulsen. Vielleicht sind Sie ja gemeint. Dr. Paulsen arbeitet im UKE und ist ein Ehe. Kommen wir heute noch ins UKE? Also bestimmt nicht, um Blumen abzugeben. Dann sind die jetzt für dich. Der Bote war eh ein bisschen durcheinander. War wohl sein erster Tag. Wenn er so weitermacht, war das auch sein letzter. Danke. Gerne. Mhm. Komm, lass uns rein. Ja. Ja? Etwas spät, junger Mann. Ja, ich weiß, aber ich habe die Adresse nicht gefunden. Bitte. Ich bin Anfänger. Haben Sie doch ein bisschen Verständnis. Verständnis? Bin ich Ihre Mutter oder was? Also, wenn meine Mama so gut backen könnte, dann würde ich auch sofort wieder bei ihr einziehen. Apfelkuchen ist nochmal mein Lieblingskuchen. Jeder Kuchen ist Ihr Lieblingskuchen. Du wohnst noch bei deiner Mutter? Irgendwo musste ich ja hin, als mit meinem Freund Schluss war. Und? Wie kommt ihr klar? Gut. Wenn ich mich daran halte, dass die Fernbedienung für den Fernseher auf dem Fernseher zu liegen hat und der Eierpick bei den Eiern im Kühlschrank. Halten heißt maximal 3 Minuten oder Sie sind ständig in Reichweite des Fahrzeugs. Heute läuft sowieso schon alles schief. Die ziehen mir das vom Lohn ab, gute Frau. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Bitte. Ja, ich tue es auch nie wieder, ja? Wollen Sie mich etwa bestechen? So was Stures. Wissen Sie, was mein Job ist? Ich soll den Leuten Freude bringen. Und was machen Sie? Denken Sie mal drüber nach. Blöde Kuh! Sie fahren jetzt sofort los! Ansonsten ist das vorsätzliches Handeln! Und das wird noch teurer! Und fahren Sie langsam, ja? Ah! Denn es nicht.
gibt nur ein Fanta. Hast du mal ein Auge auf unsere Anneliese? Ich achte schon drauf, dass jemand dran rumspielt. Danke dir. Wären Sie so gut? Ja, natürlich. 8 Pulver Tubus. Es tut mir so leid, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Wären Sie nicht so losgerast, wäre das alles nicht passiert. Ach, hätten Sie nicht. Ach was, Mensch, und das alles an meinem ersten Tag. Ihr erster Tag? Waren Sie vorhin nicht auch schon im Rettungszentrum für Dr. Paulsen? Rettungszentrum? Ich war in der Uniklinik. Wie sieht's denn aus, Sabine? Wir fliegen ihn ins BWK. Okay. Gut, dass ihr da seid. Helft ihr uns mit der Trage, wir fliegen ihn. Block. 1, 2, 3. Ja. Back to Wandsbek Military Hospital. Roger, that's copied. Ist der SRR 71 mit einer Anmeldung für das BWK? Florian, haben wir gehört? Ein Patient männlich, Zustand nach Verkehrsunfall. Polytrauma, intubiert und beatmet. Das ist verstanden, SRR 71, das BWK bekommt Kenntnis. Verstanden. Weißt du was? Ich werde mir meine Prinzessin heute Abend mal vorknöpfen, okay? Er hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen und hört laut Musik. Also, tschüss. Bis heute Abend. Hamburg Raider, 7172 is on short final, Wandsbek Military. Roger, 7172. Was haben wir denn? Fahrrad gegen PKW. Er war primär bewusstlos, Schädel-Hirntrauma, Verdacht auf Rippenfraktur beidseitig, Bauch ist weich, Verdacht auf Sprunggelenkfraktur rechts. Cora, Röntgen, CT, das ganze Programm. Soll der Neurologe kommen? Ja. Sofort Dr. Baldo. Hat ihn ziemlich erwischt. Mhm. Wenn Fahrrad ein Auto trifft, verliert das Fahrrad. Zum Glück hat er einen Helm auf. Ohne den hätte es noch schlimmer ausgesehen. Passiert. Du kommst sofort mit mir runter, klar? Ich brauch dich, ich muss mit dir reden. Du brauchst mich, du spinnst wohl. Komm, ganz vorsichtig. Pass auf. Ja? Vorsicht. Na, und wie geht's deiner Mutter? Leider immer noch keine Veränderung. Was ist denn mit ihr? Sie hatte einen Unfall und liegt im Koma. Das tut mir leid. Was sagen die Ärzte? Abwarten. So, komm her. Sag mal, kannst du nicht lesen? Da steht's groß. Es ist dringend. Ich brauche das Geld fürs Rasenmähen. Ja, und wofür? Ich muss ins Kino. Du musst in die Schule. Ja, ich habe mit Mama telefoniert. Können wir darüber nicht später reden? Ich muss echt ins Kino und ich bin jetzt schon zu spät. Prinzessin, der Film läuft doch nicht zum letzten Mal, oder? Ja, darum geht's doch gar nicht. Ja, worum geht's denn? Du kennst doch Dennis. Ja. Der war mit Petra zusammen. Und jetzt kommt die einfach mit ins Kino. Und wenn ich nicht da bin, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Ja, warum hast du Mama das nicht so erzählt? Der ist das doch egal. Die weiß doch gar nicht, wie das ist, wenn man verliebt ist. Ach nee. Meinst du? Denkst du, mich hat sie im Katalog bestellt? Naja, das war doch früher halt. Bitte, bitte, bitte. Ich
muss unbedingt dahin. Ja, aber wie soll ich Mama das erklären? Das schaffst du schon. Sie hat dich ja nicht aus dem Katalog. Na gut. Papa? Was denn noch? Kannst du mir nur das Geld geben? Ah ja. Fürs Kino. Du bist der beste Papi der Welt. Danke. Und pass auf hier. Ja. Danke. Und das, was vom Kuchen übrig? Wohin geht's? Wieder zum Hafen. Was liegt an? Fußgänger angefahren, Person nicht ansprechbar. Operator, Medivac 7172 is airborne. Advance Peak inbound Containerhafen. Roger, QNH is 1021. 1021 is copied. Call you on final next. Wannstedt? Katja hat einen Unfall im Hafen. Ein LKW hat sie angefahren. Wie im Hafen? Ja, wenn ich dir doch sage. Sie liegt hier. Plötzlich war sie da. Ich kann nichts dafür. Ja. Sag mal. Da waren wir vorhin schon mal. Hamburg Radar, Medivac 7172 ist on final Containerhafen. Roger, 7172. Meine Tochter, bitte helfen Sie ihr. Wir legen sie erstmal hin. Puls vorhanden? Ausreichende Spontanatmung? Ein Zugang und Ringer und Fenster. Was ist mit ihr? Kannst du mich verstehen? Ja. Verdacht auf Schädel-Hirntrauma? Ich taste jetzt mal deinen Körper ab und du sagst mir, wann es weh tut, ja? Ah! Verdacht auf Unterschenkelfraktur links. Mal die Vakuumschiene fertig machen. Ich sehe nichts. Alles verschwommen. Verdacht auf Hämatom im Bereich des Dezentrums. Intubieren? Nein, Schutzreflexe sind ausreichend vorhanden. Wie sieht's aus? Wir fliegen sie ins BWK. Wir brauchen unsere Trage. Okay. Ist das Ihre Tochter? Oh Mann. Jetzt sagen Sie mir doch endlich, was mit ihr los ist. Sie muss so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Ja, was ist mit mir? Ich will bei meiner Tochter bleiben. Normalerweise geht das nicht. Ich bitte Sie, das können Sie auch nicht machen. Sie braucht mich doch. Ich bitte Sie! Sabine? In Ordnung. Okay, dann steigen Sie ein. SR 71 mit einer Anmeldung für das BWK. Florian Hamburg hört. Ein Patient weiblich. Schädelhirntrauma und Unterschenkelfraktur links. Nicht beatmet und nicht intubiert. Das ist verstanden, SR 71. Sie werden angemeldet. So, Sie müssen sich jetzt bitte anschnallen. Und die sollten Sie aufsetzen. Alles klar bei euch? Wir können. Hamburg Radar, Medivac 7172 is airborne again, inbound Wandsbek. Roger 7172, that's copied. Oh, no!
60er Frequenz. Was ist los? Was ist passiert? Nur zu viel Hypertropin. 05. Katja! Katja! Ja? Geh mal mit, kümmere dich mal um ihn. Frau Doktor, bitte sagen Sie mir ganz ehrlich, kommt sie durch? Wir tun alles für Sie. Entschuldigung, Sie müssen draußen bleiben, ja? Ja, aber... Zustand nach Verkehrsunfall, Verdacht auf Schädel-Hirntrauma, Unterschenkelfraktur links. Röntgen, CT und der Neurologe soll kommen. War sie ansprechbar? Als wir ankamen, ja, jetzt. Papa? Er ist da. Leider nicht zu ihr. Das wird schon. Hätte ich ihr bloß gestern das Geld fürs Kino gegeben. Was hat denn das Kino mit dem Unfall zu tun? Ja, sie wollte mit ihrem Freund dahin. Sie wissen doch selbst, wie das ist, wenn man frisch verliebt ist. Dann guckt man nicht nach links und nicht nach rechts. Tja, so ist das mit den Mädels in der Pubertät. Hm? Ich krieg davon ja nicht so viel mit. Meine Frau hat damit viel mehr zu tun. Herr Warnstedt? Und? Es ist nicht so schlimm, wie es am Anfang ausgesehen hat. Gott sei Dank. Ist auf Station. Danke. Fogo. Wir bringen Sie. Kommen Sie. Danke. Es tut mir leid, Papa. Mein Schatz. Und wie erklären wir das jetzt, Mama? Ich weiß Bescheid, ich habe sie schon angerufen. Ach du Schande. Was ist denn los? Meine Frau ist auf dem Weg in den Hafen. Ich habe ihr gar nicht gesagt, wo wir Katja hingebracht haben. Ich rufe sie mal schnell an, ja? Du bist ganz sicher? Ja. Okay, Freddy. Danke dir. Im Hafen ist sie noch nicht gewesen. Ich versuch's noch mal bei ihr auf Handy, ja? Sie geht nicht an. Naja, vielleicht hat sie zu Hause vergessen. Unmöglich. Sie würde nie ohne Handy aus dem Haus gehen. In der Aufregung... Und den Anrufbeantworter hat sie auch nicht eingeschaltet. Ich verstehe das nicht. Atropin war genau richtig, aber bei dem Zustand kann man ruhig höher dosieren. Sie ist ja noch ein Kind. Ich dachte lieber ein bisschen weniger. Du hast ein sehr gutes Auge dafür, wenn was beim Patienten passiert. Ja, ich mach's ja schon eine Weile. Macht Spaß, mit dir zu arbeiten. Gleichfalls.
Was haben wir? Hausunfall. Eine Person nicht ansprechbar. Mümmelmannsberg 5C. Das ist die Adresse von Wannstedt. Und dann ist der Frau doch was passiert. Der Wannstedt hat vorhin die ganze Zeit versucht, sie zu erreichen. Na, bei denen kommt's aber heute dicke. Los mit ihm. Memo Grader 7172 ist on final Mümmelmannsberg. Roger 7172, that's copied. Hinten rechts und Heckrotor frei. Ich bin Dr. Petersen. Wo haben Sie Schmerzen? Kopf und Beine. Das heißt, Sie können Ihre Beine spüren? Ja. Das ist gut. Fenta. Ich taste jetzt mal Ihren Körper ab. Wie sieht's aus? Sie ist bei Bewusstsein. Was ist mit meiner Tochter? Sie hat großes Glück gehabt. Was ist mit Kathi? Gehirnerschütterung und Unterschenkelfraktur. Schon immer Dickkopf gewesen. Wolke? Wir brauchen einen Stiffneck. Schon unterwegs. Magst du mal mitkommen? Wir bringen sie ins BWK. Frau Wannstedt, wir nehmen Sie mit ins Bundeswehrkrankenhaus. Quasi eine Familienzusammenführung. Hier ist der SRR 71 mit einer Einmeldung für das BWK. Florian Hamburg hört. Ein Patient weiblich. Zustand nach Treppensturz. Verdacht auf Schädelhirntrauma. Nicht intubiert und nicht beatmet. Das ist verstanden, SR 71. Wir geben die Anmeldung weiter. Memo Grader, Medevac 7172. Airborne again, request direct inbound Wandsbek. Cleared as requested. Meine Güte, was macht ihr heute bloß für Sachen? Tut mir leid. Kommt doch wieder in Ordnung, Frau Doktor, oder? Ja. Sie wissen ja. Ja, ich muss draußen bleiben, ich weiß. Hallo, du bist ja fleißig heute. Das ist Frau Wannstedt. Verdacht auf Schädelbasisbruch nach Treppensturz. Cora, Notfalllabor, Schädel in zwei Ebenen. Ja. Wannstedt? Den Namen hatten wir doch heute schon mal. Ja. Naja, fliegen tue ich jetzt seit 13 Jahren. Hat man natürlich nicht viel Zeit. Ach, er nur wieder. Gott sei Dank, endlich mal jemand, der mir helfen kann. Wen suchen Sie denn diesmal? Sie können mir doch sicher sagen, wo der Radfahrer ist, den ich heute angefahren habe. Ich habe noch nicht mal seinen Namen. Ich wollte... Tja, der ist schon längst wieder zu Hause, aber die Anmeldung hat vielleicht seine Adresse. Ach so, verstehe. Ja, und der Blumenstrauß, für wen ist der? Oder sind Sie wieder im falschen Krankenhaus? Nein, ich bin zu spät. Die Frau ist heute Morgen entlassen worden. Entschuldigung. Habe ich richtig gehört, Sie haben einen über? Also ich hätte Verwendung dafür. Ja. Reichen 10 Euro? Super, das kriegen Sie. Ja? Wie geht's meiner Frau? Wir haben sie geröntgt. Sie hat keine Schädelfraktur, sondern eine Prellung. Oh, bin ich froh. Na, da brauchen Sie wohl zwei, was? Aber sie hat eine schwere Gehirnerschütterung und braucht absolute Ruhe. Wir haben sie zu ihrer Tochter gelegt. Na, ob sie da wirklich ihre Ruhe kriegt? Also, ich glaube, den haben Sie sich verdient. Vielen Dank für alles. Danke. Und du sagst immer, ich soll nicht mit Socken die Treppe runterlaufen. Mach ich auch nicht. Hast du aber doch. Aber nur wegen dir. Deinetwegen heißt das. Warum hast du mir nicht gesagt, was los ist? Hättest du mich dann gehen lassen? Ja, glaubst du, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man verliebt ist. Hab doch Papa neben Katalog bestellt. Ja. Und glaub nicht, dass die Sache mit dem Schuleschwänzen erledigt ist. Klar? Schon klar.
Ich wünsche mir nur, dass wir in Zukunft offener über alles reden. Ich bin immer für dich da, ganz egal, worum es geht. Dennis? Ich denke, du bist im Kino. War ich doch auch. Ein guter Tag. Jo, und viel geschafft. Bin geflogen. Vielen Leuten geholfen. Motorradunfall auf der A7. Schaffen wir es noch? Wir werden es wie immer versuchen. Na dann los.